bloß keine Aufmerksamkeit erregen. Die Waffe war sehr scharf. Sieht nach einer sächsischen Klinge aus. Thank you.
Leite mich. Hallo. Hast du einen Vertrag für mich? Es gibt Aufträge zum Töten und Aufträge zum... Naja, schon vor allem zum Töten. Ich zähle auf dich, Eivor. Mein Ruf liegt in deinen Händen, also gib dir besonders viel Mühe. Ich muss gehen. Bleib gesund. Geh ruhig. Ich werde hier sein. Thank you.
Was siehst du, alte Freundin? Zeig mir, was vor uns liegt. Mit deinem hässlichen Hut. Das ist... Eivor, Tür sei Dank. Ich habe laute Stimmen gehört. Ist etwas? Holmgeir hat mich bestohlen. Ich verlange, dass er bestraft wird. Stehlen ist ein starkes Wort. Stiehlt das Reh, wenn es aus dem Fluss trinkt? Bestiehlt die Krähe ein Feld, wenn sie das süße Gras frisst? Die Angelegenheit erfordert ein feinfühliges Urteil. Würdest du? Natürlich. Nochmal von vorn, bitte. Sieh an! Dir scheint keine Ausrede zu gering zu sein. Du kannst nicht von diesem Stuhl lassen, was? Wer eignete sich besser, um in Sigurds Abwesenheit die Konflikte zu lösen? Vielleicht lässt du sie das selbst klären, aber das würde bedeuten, etwas abzugeben, nicht wahr?
Beginn von vorn. Sag mir, was passiert ist. Ich beginne. Also, dieser philisterhafte Sachse hat mich fälschlicherweise beschuldigt. Ein Philly, was? Machst du dich über mich lustig? Ruhe bitte. Ich höre beide Seiten an und treffe eine Entscheidung über die Notwendigkeit einer Wiedergutmachung. Verstanden? Ruhe dann. Erzähl mir deine Sicht auf die Geschehnisse. Nun, wie du sicherlich weißt, sind Holmgeir und ich Nachbarn. Ich habe ihn oft dabei erwischt, wie er in meinem Stall Werkzeuge stahl. Auslieh. Holmgeir, lass ihn sprechen. Stehlen, ausleihen, es ist doch so. Ich habe ihm stets gestattet, zu nutzen, was er braucht. Ich bewundere eure nordische Großzügigkeit und wollte ihr gerecht werden. Aber heute Morgen hat Holmgeir meine Güte ausgereizt. Als ich den Stall zur Fütterung betrat, fehlte meiner schönsten, sanftmütigsten Stute der Schweif. Kein einziges Haar war mehr da. Ich schäme mich, es zu sagen, aber mein erster Verdacht führte mich zu Holmgeir. Und ich hatte recht. Denn als ich hinüberspähte, sah ich, wie er den in Farbe getränkten Schweif des Tieres in der Hand hielt und ihn über einen Stoffen... Ich malte, Ruadan. Ich malte. Bei dir klingt das so primitiv. Siehst du? Diese ganze Überheblichkeit. Es wird Jahre dauern, bis Elfjifus Schweif wieder so lang ist. Ich verlange eine Wiedergutmachung. Ich verstehe. Hab Dank, Ruadan. Holmgeir, erzähl mir deine Sicht. Eivor, du kennst mich seit Jahren als Skalde. Du hast gesehen, wie meine Gedichte den Menschen Freude und Weisheit bringen. Und du weißt, dass meine Arbeit eine gewisse, na sagen wir, Freiheit braucht. Ich brauche für meine Dichtkunst häufig seltene Dinge. So ist das nun mal. Und oft, wenn mir das nötige Werkzeug fehlt, muss ich etwas Neues probieren. Alves Gehstock, Tovas Farben, man gab mir all das freigebig. Du hast meinem Pferd den Schweif für einen Pinsel abgeschnitten, du! Wo dann? Nun, wie ich bereits ausgeführt habe, erkannte ich an diesem schicksalhaften Morgen, dass meine poetischen Bestrebungen einige wohlplatzierte Pinselstriche vertragen könnten. Ich dachte da an einen faserigen Ast, einen Stoff oder meine Hände. Aber nein, ich brauchte etwas Weicheres. Für den perfekten Pinsel brauchte ich das feine Haar eines gepflegten Pferdes. Und da kam mir eine bekannte Quelle in den Sinn. Du hast Elfjifus Schweif am Steiß abgeschnitten, ohne zu fragen! Es war früh am Morgen. Ich wollte dich nicht wecken. Vielen Dank, Holmgeir. Ich denke, ich verstehe deine Sicht. Ich denke, ich habe genug gehört. Wenn ihr bitte... Mein Pferd sieht grässlich aus. Es ist kaum ansehnlicher als ein Esel. Du musst etwas unternehmen. Verwechsle Haar nicht mit Schönheit, Ruadan. Sie strahlt noch immer. Elfjifus Haar wird bald nachgewachsen sein. Ruhe, alle beide. Hört zu. Holmgeir, Ruadan ist eindeutig im Recht. Du hast den Schweif abgeschnitten, ohne um Erlaubnis zu fragen. Ich habe ihn nur geliehen. Geliehen! Da er nachwachsen wird, ist es doch ein Verbrechen ohne Geschädigten. Es wurden gleich zwei geschädigt, Holmgeir. Du hast genommen, ohne zu fragen, und das ist nicht hinnehmbar. Da sein Pferd nun weniger wert ist, wirst du Ruadan das erstatten, was er dafür bekommen hätte. Aber er wollte es nicht verkaufen. Gib es zu, Ruadan! Meine Entscheidung ist endgültig. Begleicht deine Schuld und begegnet euch morgen als Freunde. Und darf ich dann das Pferd behalten? Bezahl den Mann, dann ist die Sache erledigt. Ruhe da. Ist das genug? Ja. Vielen Dank, Eivor. Gut. Dann lassen wir die Sache mit Tyrs Segen ruhen. Wir sind fertig. Kehrt in Frieden nach Hause zurück. Das ist ein prächtiger Stall, den wir jetzt haben. Gott, wie schön. Kannst du mir dich mit einem...
beigetragen. Oh, hallo, Eivor. Sei gegrüßt. Dieser Holmgeher ist schon etwas eigen. Ich beneide ihn fast. Er sieht die Welt durch solch ein trübes Glas und hat nur belanglose Probleme. Er geht so sorglos durch die Welt. Verfolgen wir diesen Gedanken nicht so weit. Ich brauche dich so, wie du bist. East Engler steht uns bei. Ihr König Oswald hat uns seine Treue zugesichert. Eivor Königsquell werden wir dich bald nennen. Bemerkenswerte Neuigkeiten. König Ciovulf hat Ciolbert nach Schrobischir geschickt. Er hofft, ihn dort als Aldermann einzusetzen. Schön. Er sollte sich gut machen. Hat er doch viel von dir gelernt. Ich gab ihm nur einen Vorgeschmack auf mein Wissen. Alles Übrige muss er selbst herausfinden. Noch etwas. Ich weiß nicht, ob du es hörtest, aber Svein verstarb vor kurzem. Der arme Mann, er entschlief in seinem Bett. Das wusste ich nicht, nein. Und Tova? Sie muss am Boden zerstört sein. Es ist hart für sie. Sie verbringt recht viel Zeit an seinem Hügelgrab. Sprich mit ihr, wenn du die Zeit findest. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. Heitam bat mich, nach London zu reisen. Was weißt du über diesen Ort? Eine wilde Stadt, die Halfdan Ragnarsson vor Jahren für sich beanspruchen wollte. Sie widersetzte sich jedoch erfolgreich. Laut Heitam wimmelt es dort von Mitgliedern eines seltsamen Kults. Er heißt der Orden der Ältesten. Er bat mich, sie zu finden und zu töten. Den ehrbaren Leuten dort könnte das helfen. Und wir finden vielleicht einen Verbündeten. In einer so unruhigen Stadt ist es einen Versuch wert. Betritt sie durchs Nordtor und frage herum. Werde ich. Gut, ich erwarte deine Rückkehr.
sie für mich sühnen. Huh?